Es geht weiter mit Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und ja, wir gehen nun endlich mal zur 8. Arena, nach so vielen Pausen hintereinander. Und jetzt kommen wir schon mal zu einer Sache der Arena, die ich ein bisschen scheiße finde. Ihr seht es, man muss die Arena mit Surfer erreichen können. Das heißt, man muss an der Arena teilnehmen und man muss ein Pokémon mit Surfer also dabei haben, um daran teilnehmen zu können. Auf jeden Fall, ja, die Arena sieht ziemlich geil aus. Ich glaube, die ist auch wirklich so wie damals. Und ich mochte die damals wirklich sehr. Na, wie sieht's aus, Gary? Auf dem Weg zum Champ? Was die Elite, der Arena-Leiter von Cenero will, ist ein Meister auf dem Gebiet der Wasser-Pokémon. Wer zu ihm gelangen möchte, wird auf gefrorenen Boden ins Rutschen gekommen. Und ich hätte noch einen nützlichen Tipp für dich. Aber du musst mir versprechen, das nicht gleich auf die große Glocke zu hängen, ja? Weil ich wäre ein bisschen gefährlich für meinen Job und so. Versuche dir einen Weg zu bahnen, ohne die zugefrorenen und recht spröden Bodenplatten dabei mehr als einmal zu betreten. Darin besteht nämlich die ganze Kunst. Ja, jetzt kommt nämlich zu dem Rätsel, das ich sehr mag, das ich auch mal selbst schon öfter mal benutzt habe. Auch in meinem eigenen Pokémon-Fangame. Das ich nicht empfehlen würde. Aber die haben es ein bisschen vergrößert. Und das habe ich echt gemocht, das Rätsel. Echt cool. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Kann das sein? Obwohl, nee, ich kann es noch retten. Ist kein Problem. Ja, doch, ich glaube, ich sehe es. Ja, doch, genau. Ist dann da in die Mitte. Ah, sehr schön. Aber natürlich möchte ich auch die Trainer gerne bekämpfen. Deswegen werde ich mich gleich mal absichtlich mal runterstürzen. Ich werde jetzt erstmal hier so ein bisschen das hier alles frei machen. So. Ah, sehr schön. Immer wenn ich Vasili von hier zusehe, vergeht die Zeit wie im Flug. So, weil er so elegant und fabulous ist. Und es ist ein Poké-Fan. Okay. Mit Azumarill. Ich habe jetzt Farodi nach vorne getan. Der ist zwar vom Level her unser stärkstes Pokémon, aber der kann einfach am meisten hier was bewirken. Und ich glaube, das erspart uns auch eine Menge Zeit, wenn wir Farodi in den Job hier machen lassen. Was? Normale gegnerische Pokémon tragen jetzt Beeren? Wow. Gut, dass er es abgewehrt hat, weil Knuddler kann nervig sein. Und wieder schöne Erfahrungspunkte. Sehr nett. Und Geld geben die auch ziemlich gut. Da würde ich jetzt nämlich dann diese drei Teile jetzt dann nach unten gehen. Ja, doch, das lässt sich gut lösen, das Rätsel. So. Ja, okay. Doch, das funktioniert alles perfekt. Du hast es bis hierher geschafft, aber zu Vasili wirst du nicht vordringen können. Ich werde dich nämlich besiegen. Ich sagte aber, bevor ich zu Vasili gehe, werde ich mich auch einmal absichtlich herunterstürzen, damit wir auch mal die Trainer, die unten sind, auch mal zu sehen bekommen. Denn, ja, ist ja kostenlose Erfahrung hier. Und sobald wir nämlich Vasili besiegt haben, können wir auch die Trainer in der Arena nicht nochmal erneut bekämpfen. Die sind dann alle nicht mehr, die kämpfen dann alle nicht mehr. Und man kann dann nie wieder gegen die kämpfen, leider. Ist ein bisschen blöd. Ist genauso wie mit Team Aqua zum Beispiel. Da kann man ja auch im Versteck ja auch ein paar Trainer umgehen. Und sobald man fertig ist im Versteck, da kämpft dann auch keiner mehr. Die sind dann da alle weg. Das ist dann hier derselbe Fall. Bisher habe ich ja immer alle Trainer besiegt, weswegen man das nie wirklich sehen konnte. Nur hier ist jetzt echt so ein Fall, wo man ganz viele Trainer einfach mal überspringen kann, indem man das Rätsel richtig macht. Apropos Rätsel, ich finde, hier ist das Rätsel mal tatsächlich anspruchsvoll. Es wurde sogar ziemlich viel schwieriger gemacht als damals. Bisher fand ich ja die Rätsel ja sehr anspruchslos jetzt hier, jetzt bei den ganzen Arenen. Da hat das Rätselhaus ja aber einen guten Ersatz halt geliefert, für die es halt anspruchsvoller haben wollten. Da oben ist er schon. Tach. Aber ich möchte gerne runter. Ach, Moment mal. Kann ich jetzt da gar nicht mehr runterfallen. Aber ich habe das hier schon erkannt. Man kann ja also auch an der Seite runter. Ach so, also okay. Ich kann also jetzt von nach ganz oben gehen und dann mich von oben nach unten so runterkämpfen.
in einer Linie über das Eis zu gleiten. Ein Trainer, der das beherrscht, ist an Eleganz nicht zu überbieten. Also bin ich jetzt auch elegant, oder wie? Aber bitte nicht so wie Vasili. Mit Entoron, okay. An sich sieht man auch schon, Vasili ist ein Wasserarena-Leiter. An Vasili ist das Interessante. In Smaragd hatte der so eine kleine Sonderposition gehabt. Denn in Smaragd war er nämlich der Champ gewesen. Und hier ist er in Arena-Leiter, wie es auch in Rubin und Saphir war. Ja, den Champ, den werden wir auch kennenlernen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob der Champ sich schon hier geoutet hat. Dafür ist jetzt zu viel Zeit mal zwischen den Aufnahmen vergangen, dass ich das jetzt gerade so auswendig weiß. Aber ich glaube, der hat das noch nicht gesagt. Oder die, wer weiß. Oh, Wailord. Auf jeden Fall war das dann in Smaragd so, dass Vasili dann der Champ war. Und für die Arena haben die dann einen neuen Charakter gehabt. Das war dann Yuan. Das war, ich glaube, das war ein Eis-Arena-Leiter. Den haben sie dann als Ersatz dann hier eingebaut. Und der Champ in Rubin Saphir, der kam aber auch in Smaragd noch vor. Das war dann so eine Art Superboss dann. Der ist dann sowas ähnliches, der hat so die ähnliche Stellung wie Rot dann praktisch gehabt. Nur ein bisschen schwächer. Oder was gab es noch für Superbosse? Diamantperl Smaragd hatte gar keine wirklich. Die hatten zwar die verstärkten Arena-Leiter, aber die waren jetzt auch nicht so mega stark. Also die hatten auch so Level 60 sowas, aber als man es jetzt mal mit so welchem wie Rot vergleicht, das war gar nichts. Hey, das war jetzt voll der Bug irgendwie. Die hat halt gesehen, die hat sich noch so umgedreht, aber dann war trotzdem, als ob die uns gesehen hätte. Lol. Die Pokémon-Arena in der Höhenniveau-Region mit dem höchsten Niveau. Das ist die Arena von Cineroville hier. Ja, na gut. Jedenfalls habe ich gerade den Faden verloren. Ach genau, Superbosse. Da den schwarzen Weiß gab es Cynthia. Die war ja als Superboss da. Und die Top 4, die war verstärkt. Die waren richtig stark. Das habe ich sehr abgefeiert. Das waren die bisher stärksten Top 4, glaube ich. Und Champ. Außer den schwarzen Weiß 2. Da wurden die nochmal stärker gemacht. Und da waren die echt krass. Da hatten die sogar bis Level 80 schon was eingesetzt. Schwarzen Weiß 2 hatte verdammt viele extrem starke Trainer. Wir hatten da Akromas, N hatten wir mit 4 Teams, also der hatte ja 4 verschiedene Teams. Dann hat er noch seinen Reshiram oder Zekrom gehabt, auch nochmal auf Level 75, wenn man Hürdenmodus spielt. Die Top 4 und der Champ. Dann hat er noch Magno gehabt, das war glaube ich der Sohn von Lauro. Der hat auch irgendwie so ein Latios Level 85 und solche Viecher gehabt. War auch richtig übertrieben. Ich werde dir beibringen, dass Kämpfe kein Zuckerschlecken sind. Dann hat man noch den Game Freak Morimoto gehabt und diesen Grafikdesigner, ich weiß seinen Namen jetzt leider nicht, waren auch beides, welche, die haben über Level 70 was eingesetzt. Cynthia kam da auch wieder vor mit ihrem Mega-Team. Also das war schon richtig krass, was man da alles für Trainer täglich bekämpfen konnte. Das war echt episch. Also in dem Fall fand ich echt Schwarz und Weiß 2 am besten. Ich frage mich, ob es hier auch noch sowas in der Richtung gibt, dass die Top 4 nochmal stärker sind. Das hat mir nämlich mit X und Y sehr stark gefehlt. Es gab halt dieses Kampfschloss, wo man dann auch da bestimmte Arena-Leiter und so einladen konnte. Die hatten dann auch irgendwann mal stärkere Teams gehabt. Aber das war richtig umständlich, das zu machen. Und so kann man dann einfach täglich gegen die da kämpfen. Und das war richtig geil. Eleganz, mit der Vasili kämpft. Das war es, was mich dazu inspiriert hat, selbst ein Trainer zu werden. Ja, schön. Und ja, in X und Y gab es eigentlich nur den Rivalen so wirklich, den man täglich bekämpfen konnte. Ich glaube, ihr stärkstes Pokémon oder sein stärkstes Pokémon, je nach Geschlecht, was man gewählt hat, war dann halt ein Mega-Absol Level 70. Fand ich jetzt auch nicht ganz so besonders. Zumal X und Y eh schon einfach genug waren. Da hat man dann auch dann irgendeinen starken Trainer noch einbauen können. Na gut, sonst hat man auch dieses Dojo gehabt, dieses Dojo-Café oder wie das hieß. Und man hatte, wie hieß sie nochmal? Scheiße, jetzt weiß ich den Namen nicht. Auf jeden Fall in der Lebel-Story, wie ist das Mädchen nochmal? Was mit M war das? Mathieu oder sowas? Die hatte auch noch Pokémon gehabt, die waren auch über Level 70. Das war auch noch ganz gut, aber auch nur 2 Stück. Weil sonst hat es auch ein bisschen gefehlt. Ich hoffe, dass wir hier auch nochmal auf so ein paar mega starke Trainer treffen. Also was liebe ich immer. Einfach so eine Herausforderung. Und dass wir vielleicht auch gegen bisherige Trainer einfach nochmal kämpfen können. Dass wir
nochmal gegen, ja, gegen bestimmte Rivalen nochmal kämpfen können, die dann halt dann auch so Überteams haben. Und dich doch und ganz unten die Trainerin, die habe ich noch vergessen. Mein Pokémon trainiere ich gemeinsam mit Vasili. Glaub bloß nicht, dass ich leicht zu schlagen bin. Ich glaub's einfach mal, dass du leicht zu schlagen bist. Ey! Starmie! Deswegen mag ich ja Schwarz und Weiß 2 so sehr. Also ich mag es ja auch ein bisschen mehr als X und Y, einfach weil es so eine riesen Herausforderung war. Das mochte ich echt. Also es war nicht nur die Story war fordernd, vor allem im Hürdenmodus war es ja nochmal fordernder. Die Story war auch, die kam ja auch ziemlich lang vor eigentlich. Und wie gesagt, es war einfach eine große Herausforderung. Und man hat dann so viele Möglichkeiten zum Trainieren auch gehabt. Na gut, jetzt mit X und Y haben nun das Supertraining und den verstärkten EP-Teiler. Der beschleunigt das dann natürlich auch nochmal. Deswegen hoffe ich, dass man das hier auch nochmal wieder fortsetzt. Dass sie auch noch irgendwie so einen starken Trainer einbauen oder verstärkte Top 4. Irgendwie sowas. Ich werde dir die Feintechniken vorführen, die mir Arenaleiter Vasili beigebracht hat. Naja, auf jeden Fall, wenn die jetzt tot ist, dann ist auch Vasili direkt dran. Oh, und Kapaloris. Ein würdiger Gegner. Oh, ich habe immer noch ein kleines Trauma von 4 Kapaloris im Doppelkampf. Oh, oh, Hilfe. Dann setzen die auch noch Regentanz ein und machen die ganze Spam die ganze Zeit lang Erdbeben. Und das trifft ja den Partner kaum, weil die haben ja eine Resistenz dagegen. Obwohl, das hatte ich aber auch wieder an Pokémon Kolosseum und ich sehe ziemlich geil. Das war, glaube ich, vor allem Kolosseum. Die hatten richtig, die Gegner, vor allem die Antagonisten, die hatten richtig geile Strategien gehabt. Die waren richtig fies. Da war zum Beispiel einer bei, der hat ganz viele Pokémon mit Schwebe gehabt und die haben dann alle Erdbeben eingesetzt. Weiß ich noch, da hat er dann zum Beispiel die Beldra gehabt und ich glaube ein Stolos und die konnten beide Erdbeben. Das Stolos konnte auch noch zusätzlich Schutzschild einsetzen. Auf jeden Fall, das werde ich jetzt mal Parodin heilen. Ah ne, der hat ja volle KP. Der hat ja kaum KP verloren, oder wenn er sich die einfach wieder zurückgeklaut. Auf jeden Fall kriegst du jetzt mal erst an meinen letzten Äther. Und dann mal rein in den Kampf. Erlaube mir, dass ich mich erneut vorstelle. Mein Name ist Vasili, ich bin der Arenaleiter von Serenoville. Der Wasserfall im Hintergrund sieht sehr schön aus. Irgendwas an deiner Ausstrahlung ist anders als zuvor. Ich habe mich hier klein was, vielleicht dass du die ganze Welt gerettet hast. Ja, vielleicht. Aber es ist zumindest so ein Eindruck. Ich frage mich, was sich in der Urzeithöhle ereignet hat und welche Rolle du dabei gespielt hast. Apropos Urzeithöhle, ich möchte dort nachher auch mal ganz kurz gucken, ob jetzt dieser eine Weg jetzt freigeräumt ist, ob wir jetzt da entlang können. Vielleicht wird mir unser bevorstehender Kampf etwas mehr Aufschluss darüber geben. Also dann, zeig mir, wozu dein Team fähig seid. Du und dein Team. Im Gegenzug wirst du Augenzeuge der einmaligen Wasserillusion von mir. Und mein Pokémon. Der muss sich nicht so cool fühlen. Ja, und ich finde sein Outfit ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, trägt man sowas normalerweise als Mann? Ich weiß es echt nicht. Und boah, das ist mal lobenswert. 5 Pokémon. Und ich habe auch mich schon mal ein bisschen umgeguckt. Der hat deutlich stärkere Pokémon als ein Rubin Saphir gehabt. Ich glaube sogar noch stärker als Yuan in Smaragd. Echt lobenswert. Also der hat auch schon damals 5 Pokémon. Aber schön, dass sie jetzt mal wirklich so ein bisschen von diesem Pussy-Zug abgefahren sind und jetzt nicht wieder meinen, so, ah nee, ach, der Arenaleiter, der darf nur 3 Pokémon haben. Auf diesem Zug waren die ja irgendwie in der 5. und der 6. Generation, also beziehungsweise X und Y. Das hier ist ja 6. Generation noch. Dass sie ja meinen, Arenaleiter sollten ja nur ein kleines bisschen stärker sein als andere Trainer. Hier haben wir nur einen Demix, aber einen weiblich. Und das ist jetzt eine Situation, wo ich gerne Gigasauger gehabt hätte. Oder Blättersturm. Nein! Ja, natürlich war das ein Volltreffer. Ach! Ich wollte schon sagen, so viel Schaden, ein Angriff. Dann muss Link an die Sache. Ich weiß, Demix ist jetzt der Schwächste von uns. Der ist deutlich weiter hinten. Aber jetzt mal ehrlich, was soll er in einer Wasserarena machen können?
Stirb! Nice. Auch selten, dass man wieder unser ganzes Team komplett ist, ohne irgendwelche VM-Sklaven. Welsa! Machen wir auch fertig. Das schnitzeln wir alles klein. Also eigentlich hat er schon ein starkes Team. Milotic ist stark. Welsa kann auch ziemlich viel Scheiße bauen. Aber wir haben jetzt mit Farodin und Link haben wir einfach jetzt einen sehr starken Konter. Ach ja, und wenn wir ihn besiegt haben, können wir dann auch nach Neu-Malven froh. Okay, Sejong. Doch, da lassen wir Link drin. Der kann seinen Steigerungshieb benutzen. Ah komm, jetzt mal ehrlich, Link ist einfach für diese Arena geboren. Da muss ich auch keine Sorge um so Eisschwächen machen. Oh, Kaskade. Interessante Attacke. Doch, da kriegt er kaum Schaden. Das ist schon nice. Das war jetzt ziemlich dumm von dir. Schön, dass du deinen Sejong was Gutes tun willst. Aber rational betrachtet hilfst du mir damit jetzt nur noch mehr. Weil du hast jetzt nämlich deinen Hypertrank umsonst verschwendet und hast damit deinen Angriff auch verschwendet. Aber ist mir recht. Okay, Golking. Golking weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was es hier zu suchen hat. Die hätten ihn ja auch immer eiskalten so einen Seedrach hingeben können oder so. Aber na gut, ich will nicht meckern. Die Arena hat ein gutes Level gehabt. Wir haben jetzt einfach... Oh, das war jetzt nicht so schlau. Ich hätte lieber Laubklinge machen sollen. Ups. Aber ich will es nicht meckern, weil er hat jetzt halt 5 Pokémon. Level war gut. Wir haben uns halt ein bisschen überlevelt. Jetzt vielleicht war es jetzt doch ein bisschen zu viel des Guten mit der ganzen Erkundung, weil wir jetzt alles auf einmal gemacht haben. Waren es ja auch 5 Parts oder so, die ich jetzt ja dafür gebraucht habe. Aber das ist halt Höhen. Das ist halt dieser große Kritikpunkt, den ja manche haben. Beeindruckend. Das ist einfach dann zu viel mit dem Wasser. Ist zu viel, was man da zu sehen bekommt. Das mir auf eindrucksvollste Zeitweise vor Augen geführt, was für ein hervorragender Trainer du bist. Ich bin froh, dass ich die Bekanntschaft von dir und dein Team machen durfte. Du bist ein würdiger Träger des Schauerordens. Hier, bitte, nimm ihn an dich. Mit dem Schauerorden gehören dir alle Pokémon. Das ist geil. Der Ort sieht auch cool aus. Ja, das ist das Triforce in Pokémon. Ach, und nimm auch dies als Andenken an unseren Kampf. Jetzt gibt's mal was ganz Besonderes. Hier, bitte sehr! Wir kriegen vom Arena-Leiter nicht nur eine TM, sondern einfach mal direkt eine VM. Und zwar Kaskade. Das ist perfekt für unseren VM-Sklaven Torhaido. Bei der VM-Attacke Kaskade donnert der Anwender mit der Wucht eines Wasserfalls in seinen Gegner. Sie ist also sehr mächtig, aber auch elegant. Denn manchmal lässt sie das Ziel dazu auch zurückschrecken. Das ist ziemlich geil, die Attacke. Ich finde sogar einer der besten physischen Wasserattacken überhaupt. Vielleicht sogar die beste. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, ich habe so viel schon mal erwähnt. Nun, da dir der Schauerorden verleihen würde, kannst du mit Kaskade außerdem auch tausende Wasserfälle erklimmen. Und jetzt gabelt sich vor dir der Weg. Du selbst musst entscheiden, welche Richtung du einschlägst. Du könntest zum Beispiel dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Wenn du alle Orden der Höhenregion gesammelt hast, wird dich dein Weg früher oder später dorthin führen. Wenn dies dein Wunsch ist, nimm Kurs auf die Eselfracht Polis am östlichen Rand der Höhenregion. Oder aber du versuchst, so viele Pokémon wie möglich zu begegnen, dein Pokédex zu vervollständigen. Gerichten zufolge hat Professor Birk aus Wurzelheim ein Update für den Pokémon von der Pokédex vorbereitet, Version 1.1. Wenn du eben einen Besuch anstattest, gewinnt deine Suche nach neuen Pokémon sicher neue Dimensionen. Aber egal, welcher Weg du auch einschlägst, man geht ja auf die Stimme. Ich hoffe auch von ganzem Herzen, dass er dich in eine strahlende Zukunft führen wird. Danke. Danke für den Orden, danke für die VM, danke für den guten Kampf. Danke für die gute Arena. Ja, hat alles gepasst in der Arena. Ich hatte einfach nur die passenden Typen gegen ihn gehabt. Okay, wir sind fertig. Ich sage ja nur, ich möchte einmal ganz kurz in die Urzeithöhle gehen, weil ich möchte einmal was überprüfen. Dann, werden wir mal zu Professor Birk gehen. Wenn ich mich nicht irre, dürfte er nun den Nationaldex für uns haben. Und ja, das ist eine Besonderheit, dass wir ihn tatsächlich vor der Liga bekommen. Und damit haben wir dann auch endlich dann die Einträge, zum Beispiel von Galagladi oder von Vesprit. Obwohl, ach nee, Galagladi haben sie jetzt ja übernommen ja in den Decks. Aber zum Beispiel Vesprit ist jetzt dann auch da drin verzeichnet.
Aber ich will nur mal ganz kurz was nachgucken. Ich finde es ja auch geil, wie jetzt auf einmal die Wächter alle weg sind. Weil ich dachte, die darf keiner betreten. Das wäre streng geheim und so. Denn wir hatten ja hier diese Steine gehabt. Och, und natürlich kommt jetzt wieder Pokémon. Oh, cool, aber ein Zorbios. Aber das brauche ich jetzt nicht. Tschüss. Denn hier hatten wir auch unser episches Story-Finale gehabt. Von der Aqua-Story. Okay. Das wollte ich nämlich nachgucken. Achso, kann ich nicht einsetzen. Das wollte ich nachgucken, ob ich jetzt hier entlang kann. Ich habe einen Verdacht, wo wir vielleicht hinkommen. Wir kommen jetzt bestimmt da in die Höhentiefen rein. Kann das sein? Naja, ich gucke es einfach mal nach. Das ist schon wirklich ein tiefer Gang. Och, Mann. Aber wenigstens keine nervigen Golbarts. Zomiris ist wenigstens cool. Da haben wir auch schon den Megastein von ihm. Boah, das ist aber echt tief. Wie tief denn noch? Oh mein Gott. Komm, jetzt reicht auch langsam. Ja, Zomiris, du bist cool. Ich weiß. Ich glaube, wir sind da. Ah, okay, wir sind hier. Ah, nochmal diese schöne Aussicht genießen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann bei Professor Birk dann wieder. Boah, hier waren wir echt schon ewig nicht mehr. Aber erstmal eine Sache, die ich noch mir hier holen wollte. Was? Mewtwo Need X? Okay, ich habe gesehen, dass wir einen Megastein noch kriegen. Aber sowas Krasses? Cool. Der Mutter sage ich jetzt mal nicht Hallo, weil die kann sich auch mal melden. Wir haben ja schließlich hier Handy und alles. Ach, hallo Gary. Du scheinst immer auf Achse zu sein, was? Mike hat mir bereits von deinen Heldentaten berichtet. Es gibt ja etwas, was ich dir unbedingt sagen wollte. Die Sache ist die... Seit du diese Angelegenheit in Cineroville geregelt hast, sind die Höhen-Pokémon aufgetaucht. Sind in Höhen-Pokémon aufgetaucht, die ich hier vorher noch nie gesehen habe. Verrückterweise sind das genau die Pokémon, die seit vielen Jahren Gegenstand meiner Forschung sind. Sie gehören Arten an, von denen angenommen wird, dass sie vor Jahrtausenden hier in Höhen gelebt haben. Es handelt sich somit um lauter Pokémon, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Nach all den Jahren kann ich sie jetzt endlich hautnah unter die Lupe nehmen. Ich könnte platzen vor Glück. Ich habe so schnell ich konnte ein Update für den Pokédex zusammengeschustert. Gib mir doch mal eben dein Pokédex, damit ich dir auch das Update installieren kann. Und ja, jetzt haben wir den Nationaldex. Jetzt kannst du über das Pokédex-Menü auch auf den nationalen Pokédex zugreifen. Mach guten Gebrauch davon. Manche sagen, dass Höhen seit dem Vorfall in Cineroville zu einem besseren Lebensraum für Pokémon geworden ist. Das heißt allerdings nicht, dass es auch für uns Menschen ein schöner Ort zum Leben geworden ist. Das Gleichgewicht zwischen Menschen, Pokémon und der Natur hat sich stark verschoben. Ich möchte, dass du dieses neue Höhen erkundest. Vielleicht findest du ja beim Vervollständigen des nationalen Pokédex deine ganz eigene Antwort auf die Frage, wie wir unser Zusammenleben mit Pokémon in Zukunft gestalten können. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. Cool, danke. Auf jeden Fall, wir haben noch etwas Zeit und ich würde sagen, ich werde jetzt ja ein bisschen zusammenschneiden, denn wir haben nun einiges mit Kaskade noch zu tun. Wir haben ja einmal in Laubwechselfeld, also nehmen wir Laubwechselfeld auf Route 114, diesen Wasserfall. Und, oh, ich muss mal kurz zur Heido Kaskade beibringen und dann können wir da auch direkt hoch. Bibliothek könnte es jetzt nun auch erlernen, aber der soll es nicht erlernen, weil der kann damit überhaupt nichts anfangen. Und Torhaido ist ja dafür prädestiniert, unsere ganzen VM-Attacken hier zu haben. Und jetzt ist es ein kompletter VM-Sklave. Mir fällt gerade ein, ich muss Metagross auch noch Stärke verlernen und Milotic noch Taucher. Mache ich aber noch so nebenbei dann mal. Vielleicht, wenn der Part zu Ende ist. Denn mit Latios ist es jetzt eh so schön einfach, überall so schnell hinzugelangen. Hier finden wir nämlich ein Sonderbonbon. Sehr schön. Ansonsten soll... Ja, okay, ich habe jetzt gedacht, zumindest ein TM oder so. Aber ansonsten sollte es ja in den Meteorfällen noch was geben. Ja, hier haben wir nochmal die Meteorfälle mit dem epischen Wasser. Das sieht einfach nur gut aus. Auch allgemein, dass sie so viele verschiedene Wassereffekte benutzen auch. Aber der in den Meteorfällen gefällt mir immer noch am meisten.
Aber was geht hier oben denn so ab? Ich gucke das mal ganz rechts. Ganz rechts! Auf jeden Fall, ja, da ist schon mal nichts. Aber ich glaube, da liegt aber noch ein Eingang, ne? Ja. Da ist was, da sind sogar Leitern. Ich glaube, das wird nochmal eine richtige Höhle. Ich erinnere mich auch daran, dass das in Rubin Saphirs Markt auch noch ziemlich groß wurde. Mal gucken, wie das jetzt hier noch so umgesetzt wurde. Immer stets mit dem Itemradar auf dem Kopf und Trainer sind hier. Ich glaube, das war auch gerade ein Drachenprofi. Ach, hallo, ich bin Skolbert. Ich dachte, ich melde mich nochmal, nachdem du die Welt gerettet hast. Na gut, du kannst jetzt gerne kommen, weil mit Eisstrahl kann ich dich jetzt locker hier fertig machen. Denn ich dachte noch, da kann ich Demix nochmal ganz gut trainieren. Ah, was soll das? Ich kann mich nicht bewegen. Tja, Pech für dich. Mensch, lass den Scheiß, ich will dich weiter nerven. Tschüss. Ah, Scheiße. Ah ja, Golbat. Golbat, Golbat, Golbat. Hier trainieren Trainer, die Drachen-Pokémon einsetzen, die sogenannten Drachenprofis. Sogar der Schwemm schaut manchmal vorbei. Vielleicht verstehst du jetzt, was das für ein besonderer Ort, das ist. Okay, das ist gut, dass er sagt, dass der Champ hier vorbeischaut, weil ins Markt war nämlich dieser, der Alfons. Von diesen Superboss-Kämpfen, von denen ich ja geredet habe, hat man nämlich diesen Superboss-Kampf ins Markt gegen den ursprünglichen Champ, nämlich hier auch gehabt. Ist das der Alfons Hettler oder was? Fehlt nur noch, dass er so in schwarz-weiß ist und so schwarz-weiße Pokémon dann einsetzt. Das wär's echt. Auf jeden Fall, ja, geschenkte Erfahrungspunkte gegen ein AP. So sehe ich's gern. Ansonsten, ja, da geht's noch nach unten. Aber was ist denn links noch so? Also ich glaube, die Höhle hat echt noch einiges mehr zu bieten. War aber auch schon damals so. Oh ja. Hier ist noch was, da geht's nach unten. Hier erstmal diese Leiter entlang. Und auch diese schön dramatische Musik, die mag ich echt. Passt auch echt gut. Die hat ja auch in der Urzeithöhle gespielt. Ich finde das auch eine gute Entscheidung, dass sich jetzt hier die Musik nicht zu der normalen Surfer-Musik ändert. Weil diese, die klingt einfach so ein bisschen dramatischer, das passt gut, wenn sie die lassen. Weil sonst ist ja immer, dass wenn man ja surft, ändert sich ja die Musik. Ah, ich bin's doch mal. Ja, Golbat, ich kenne dich langsam. Aber es ist nur Level 30, also fliehe ich. Außerdem ist das eh eine zu hohe AP-Verschwendung. Der gibt auch zu wenig Erfahrungspunkte. Ah, das ist ja echt nochmal ganz groß verzwickt hier alles. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal einen AP-Top. Sehr nice. Da ist noch ein Wasserfall. Das sitzt ja echt nochmal richtig riesig hier. Oh mein Gott. Muss ich das auch doch wieder in zwei Parts splitten? Ich kann ja schon mal sagen, im nächsten Part werden wir nämlich uns Neumaldenfroh angucken. Dort gibt es nämlich eine TM, die ich noch sehr gerne haben möchte. Wenn es so ist wie damals. Das hier wirkt auch interessant. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Ja. Oh, TM2 Drachenklaue. Die gibt es jetzt hier. Geil. Wir haben die jetzt ja schon für Libeldra. Aber ich gucke mal, ob wir die noch so erlernen kann. Okay, Gewaldro könnte die erlernen. Ich gebe ihm das mal, weil ich finde das besser als Doppelhieb. Ist ja auch schon nicht schlecht. Ist halt eine ja, Stärke 80. Kann man 15 mal einsetzen. Doppelhieb trifft ja auch nicht immer und halt nur zweimal einsetzbar. Und auch nur 90 Genauigkeit. Finde ich nicht so toll. Da ist das schon besser. Und als Vegaform hat er ja noch Step drauf. Also allein dafür hat sich schon mal gelohnt. Trotzdem sind wir aber noch nicht ganz durch. Ich glaube, das wurde auch deutlich abgeändert zu Rubin Saphirs Markt. Deutlich abgeändert. Ich habe das Gefühl, dass ich da oben zu dieser Leiter hin möchte. Ja, Tachchen! Golbat, wir kennen dich langsam. Ich sage es ja immer noch, der muss es immer noch verarbeiten. Och nee. Und deswegen hassen wir es alle. Komm, flieh. Och. Das fängt doch noch mit so einem Mist an. Och, natürlich.
Nee. Och, ernsthaft. Golbat, please. Ich glaube, wir werden Milotic doch lieber nicht nach vorne setzen, sondern lieber was ganz Schnelles. Ich glaube, das ist echt besser. Das ist viel besser. Weil, nee, ich habe jetzt keinen Bock, mich durch jedes einzelne Golbat jetzt hier durchzukämpfen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Hier waren wir aber noch nicht. Okay, hier haben wir noch so eine Trainerin, Kämpferin. So, bleib stehen. Meine Muskeln sprechen eine klare Sprache. Die sagen, ich soll mit dir einen Kampf austragen. Ja, aber Muskeln bringen dir nichts im Pokémon-Kampf. Eher der Kopf. Und die Pokémon selbst, wie du die trainiert hast. Oh! Okay. Jetzt kommen tatsächlich schon die ganzen Einhalt-Pokémon und die ganzen anderen Generationen. Das ist geil. Und ich habe vergessen auszuwechseln. Ich voll spast. Ja, vielleicht kann er noch was reißen. Nein, der Mix. Natürlich war es auch wieder ein Volltreffer. Dammit. Jetzt habe ich auch Galagladi nicht dabei. Dann Metagross. Aber es finde ich cool, dass sie jetzt auch schon wirklich vor der Liga vorkommen. Das heißt dann ja, dass dann den Top 4 oder der Siegestraße in den ganzen Trainern, dass denen ja noch mal ganz viele Möglichkeiten gegeben werden, dass sie ganz viele neue Pokémon noch einsetzen können. Das ist ja echt geil. Ich hoffe, die machen das auch so, dass dann wirklich den ganzen Trainer auch dann von der 4., 5. und 6. Gen dann was einsetzen. Das würde ich jetzt echt abfeiern. Tschüss. Und so schön viele Erfahrungspunkte. Wie nice. Hier geht's noch hinauf. Was hat denn der Trainer da? Der bewacht doch bestimmt irgendwas. Dieses Kostüm trage ich nicht zum Spaß. Ich bin ein Drachenprofi, also habe ich keine Wahl. Ich setze auch in der Drachen-Pokémon ein, aber ich laufe nicht so rum. Und ich überziehe gerade wieder ein bisschen. Aber ich habe ja überlegt, ich glaube, so viel kommt jetzt auch nicht mehr auf uns zu. Und dann sind wir auch dann durch hier. Dann haben wir es einmal durch und fertig. So. Überhaupt mal, bin ich mal fertig. Und ich finde Mega Metagross sieht in seiner Shiny-Form, Alter, mal so mega geil aus. Das hat echt was mit diesem blauen Kreuz. Und ja, und diesen goldenen Stacheln und so. Das sieht einfach nur nice aus. Ich finde Metagross ist an sich auch so einer vom Aussehen her der coolsten Shinies. Genauso wie Rayquaza, das dann so in schwarz ist. Oder schwarzes Glurak finde ich auch cool. Oh, ein Item. Da komme ich nicht hin. Ja, okay, es wird nochmal ein Doppelkampf. Ja, oder komm, wir machen es so. Ich würde sagen, ich beende hier den Part. Im nächsten Part gucken wir uns noch den Rest an der Meteorfälle. Machen dann noch diesen kleinen Mini-Dungeon, sage ich mal, im Neuwalfro. Und ich glaube, dann haben wir soweit alles. Je nachdem, wie lange wir dann brauchen, machen wir dann halt in der Story dann weiter. Denn danach wartet ja die Siegestraße auf uns. Und da geht nochmal einiges ab. Und ja, dann sage ich mal, bis dann.